Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filmmuseums zu der heutigen Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung Das Denkmal der Grauen Busse. Das reisende Denkmal der Grauen Busse steht seit August letzten Jahres auf dem Rathenauplatz in der Innenstadt, noch bis zum Mai diesen Jahres, und soll an die Opfer der sogenannten Euthanasie-Aktion T4 gedenken. Mit den Grauen Postbussen wurden im Nationalsozialismus geistig Behinderte und psychisch Kranke oder sozial missliebige Menschen in die Tötung der Tötungsanstalten befördert. Hier aus Frankfurt war das, ich kenne jetzt auch nicht so die genauen Zahlen, aber waren es ungefähr um die 1000 Menschen, die 1941 mit den Bussen in die Anstalt Hadamar bei Limburg gebracht worden sind. Ich glaube, insgesamt steht hier im Heft, jedenfalls drin, waren es so ungefähr um die 70.000, die mit den grauen Bussen in diverse Anstalten befördert worden sind. Wir zeigen, oder nicht nur wir, sondern es gibt dazu ein Begleitprogramm, und wir zeigen eben auch eine kleine Filmreihe, um die es jetzt nicht nur direkt um die Euthanasie-Opfer gehen soll, sondern es geht auch allgemein um den Umgang mit behinderten Menschen. Und ja, und in dem Rahmen werden wir dann auch noch einige andere Filme hier zeigen. Heute Abend jetzt Wenn Ärzte töten, der nun wirklich direkt zu dem Thema ist, von 2009, von Hannes Karnik und Wolfgang Richter, die ich ganz herzlich hier begrüßen möchte. Schön, dass ihr da seid. Im Film geht es um den Psychologen und Psychiater Robert J. Lifton, der in den 70er Jahren sowohl Täter als auch Opfer interviewt hat. Und ihn interessierte eben insbesondere die Frage, wie eben aus normalen Ärzten dann eben Verbrecher, Mörder geworden sind. Und er führt aber auch sozusagen diese Gespräche auch noch mit in die Gegenwart. Und es geht im Allgemeinen auch um das Moralische, um die Moral in der Medizin. Karnik und Richter sind beides Dokumentarfilmer, die für Fernseh und Film arbeiten, aus Darmstadt, und die sich mit ihren Filmen sehr stark auch mit politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt haben. Sie sind beide Gründungsmitglieder auch der AG DOC, und Wolfgang Richter ist auch Mitglied im Verband der Deutschen Filmkritik und der Deutschen Filmakademie. Einige Filme zu nennen, die sie gemacht haben: Du sollst nie vor einem lebenden Menschen bücken, über Willi Bleicher aus dem Jahre 1978, Martin Niemöller, Was würde Jesus dazu sagen, aus dem Jahre 1985, Radio Star, die FN-Story von 1994, Klimawandel oder Klimakatastrophe von 2005, und dann auch zu einem ähnlichen Thema oder ein bisschen weiterführend zu dem Film heute Abend, Das radikal Böse von Stefan Rudowitzki, den sie produziert haben im Jahre 2013. Und ja, ich glaube, Wolfgang, du wolltest noch ein paar Sätze auch vorweg sagen. Ja, also wir freuen uns natürlich, dass so viele überhaupt gekommen sind heute. Es ist ja nicht normal, sich mit diesem Thema beschäftigen zu wollen, und es ist auch kein Wohlfühlthema. Es ist auch leider kein so richtiger Film. Deshalb wollte ich Sie vorher nur warnen. Es ist einfach ein ganz spannender Mensch, der seine Erfahrungen, seine Erlebnisse und das, was er dazu zu sagen hat, uns mitteilt. Und der Film bildet sich oder entsteht in den Köpfen der Zuschauer. Das ist einfach dadurch entstanden, wir wollten was ganz anderes machen, aber Robert war so stark in dem, was er erzählt und wie er es erzählt, dass wir der Meinung waren, es ist einfach viel redlicher, sich auf diesen Menschen einzulassen und in Ruhe sich das anzuhören und sich die eigenen Bilder zu machen. Und dann können wir ja anschließend drüber reden. Es war nur eine kleine Warnung, dass nicht alle gleich sagen, oh, wenn das so weitergeht, dann ja. Danke, und dann bis nachher zur Diskussion. Ja, da möchte ich jetzt nochmal nach vorne bitten. Und ich möchte vielleicht auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass auch Michael Busch, der den Ton gemacht hat, auch hier im Publikum ist. Hallo Michael. Ja. Gut, ich fange mal an mit einer Frage. Und zwar, wie seid ihr auf Robert K. Lifton gekommen? Hattet ihr ihn direkt sozusagen, wolltet ihr einen Film über ihn machen?
oder ich glaube, es ging noch ein bisschen darüber hinaus. Ihr hattet erst ursprünglich eine andere Idee und dann ist es eben letztendlich doch nur zu diesem Interview gekommen. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen was zu diesem Anfang sagen, wie, ja, wie ihr auf ihn gekommen wie, seid. Ja. Wie häufig oder im Dokumentarfilm kommt es anders, als man denkt. Das heißt, die Frage war, wie sind wir drauf gekommen? Es gab, das Buch ist 1986 rausgekommen, The Nazi Doctors, und bei einem zufälligen Besuch auf der Buchmesse hier lag irgendwo ein Flyer von dem Verlag, der es damals rausgebracht hat. Es war noch gar nicht draußen und da war dieses Projekt und dieses Buch beschrieben und irgendwie hat uns das, einfach dieser kleine gelbe Flyer, der hat uns irgendwie elektrisiert. Vielleicht hing das mit der Arbeit zusammen, mit der Arbeitsweise, die uns als Dokumentarfilmern sehr nahe lag, diese Art der Psychohistory. Das heißt, anhand von konkretem Material, konkreten Interviews mit Menschen, eigentlich größere Zusammenhänge aufzuarbeiten. Und das war sozusagen der Anlass, dass wir uns überlegt haben, mit diesem Thema und mit dieser Person sollten wir was machen. Und von da an hat es noch eine ganze Zeit gedauert, bis es dann zu dem Film kam. Vielleicht könnt ihr auch noch mal ein bisschen Hintergrund zu Robert K. Lifton selber sagen. Also er hat dieses Buch, du sagst jetzt gerade, es ist 86 rausgekommen, er hat diese ganzen Interviews ja in den 70er Jahren geführt, sowohl mit den Ärzten als mit den Opfern. Und er hat sich aber, ich weiß ja auch darüber hinaus, hat er sich dann später auch immer noch mit dem Thema beschäftigt oder war das jetzt sozusagen sein Hauptwerk gewesen? Oder wie ging das dann auch bei ihm weiter oder seine Beschäftigung mit dem Thema? Er hat sich zeitlebens immer mit der Brutalität und Gewalt, die in der Menschheit stattfindet, beschäftigt. Ob das jetzt während des Zweiten Weltkriegs Hiroshima war, er hat lange Untersuchungen gemacht, auch mit den Piloten damals, die Bomben abgeworfen haben in Hiroshima und Nagasaki. Er hat sich mit der Chinese Thought Reform beschäftigt. Er hat bis heute ist er aktiv, muss man dazu sagen. Robert wird in ein paar Monaten, in ein paar Wochen, im Mai wird er 93 und lehrt immer noch an der Georgetown, inzwischen an der Georgetown University in New York. Und das Letzte, was er gemacht hat, es ist auch wiederum nicht in Deutschland erschienen. Man muss dazu sagen, das Buch heißt in Deutschland nicht Nazi-Doktor. Das ist in Amerika sehr populär. Das hat den National Book Award bekommen in Amerika. In Deutschland heißt es bescheiden oder hieß es, als es erschienen ist, es ist längst vergriffen, hieß es bescheiden Ärzte im Dritten Reich. Und also Nazi-Doktor, das hat hier niemand gesagt. Und Robert beschäftigt sich bis heute mit der Psychohistory. Das heißt, er versucht herauszufinden, wie bestimmte Diktatoren, Führer, Menschen bis hin zu einfachen Soldaten sich in ihren spezifischen Umgebungen verhalten. Welche psychologischen Momente eine Rolle spielen, dass sie so sind, wie sie sind. Und das Letzte, was in der Schweiz erschienen ist, vor ein paar Wochen, in Zürich, im Züricher Tagesanzeiger heißt die Zeitung, glaube ich, ist eine Analyse, die er mit 26 weiteren Psychoanalytikern und Psychiatern in Amerika gemacht hat, über seinen oder ihren Präsidenten. Und das ist schon sehr beängstigend, wenn man das liest, weil er macht einem wirklich Angst und macht eine psychologische Analyse. Und ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber vielleicht können wir in ein paar Monaten das hier auch auf der Leinwand sehen, weil ich in 4 Wochen ihn besuche und ihn gefragt habe, ob ich noch mal eine Kamera mitnehmen soll. Und er hat gesagt, ja klar, nimm eine Kamera mit. Und also ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist er immer, er hat sich zum Beispiel auch mit den Verbrechen der US Army beschäftigt, mit den Bombenversuchen, die sie im Bikini-Atoll war das, nicht? Oder diese Inseln, wo sie damals die Versuche gemacht haben. Marshallinseln, ja. Also war er sehr engagiert und hat auch teilgenommen an einem, wie nennt man das? Das war so Protestbewegung, würde man sagen. Naja, es war von so intellektuell. Sie haben einen Prozess gespielt, also ja. Nachgespielt. Und aber die Frage war ja, ob das sein Hauptwerk ist. Natürlich ist auch bei allem Engagement und allem Blick auf die Gesellschaft, ist, das hat er auch gesagt, sind die Nazi-Doktors natürlich sowas wie ein Hauptwerk. Und das Interessante ist, das sagt er ja auch in dem Film, er hat sich da von sich aus gar nicht herangetraut, obwohl er sich mit diesen Gedanken wohl schon auch beschäftigt hatte. Er ist von seinem Verleger ein bisschen hingedrückt worden und der ihn gefragt hat,
willst du, wollen Sie nicht was über den Auschwitz-Prozess machen? Und der Verleger hat ihm Materialien über den Auschwitz-Prozess gegeben. Und das hat natürlich auch seine persönliche jüdische Identität berührt. Und dann hat er angefangen zu recherchieren und hat sehr sorgfältig recherchiert mit den Zeitzeugen, aber auch sehr sorgfältig die ganzen geschichtlichen Hintergrund sich in dem gearbeitet. Ja, in dem Zusammenhang habe ich mich auch gefragt, sozusagen, wie einfach oder schwierig ist er sozusagen an die Ärzte herangekommen oder wie bereitwillig. Er sagt es ja am Anfang auch, dass die Leute eben eigentlich nicht so wirklich drüber gesprochen haben, sondern immer dann davon so ein bisschen abgelenkt haben. Aber überhaupt sozusagen die Leute dazu zu bringen, irgendwie über ihre Vergangenheit zu reden, war ja wahrscheinlich auch sehr ein großer. Das Entscheidende war sicher, dass er ihnen versprochen hat, dass er das unter dem ethischen Prinzip des Mediziners macht. Das heißt, kein Harm irgendwem, es wird nicht veröffentlicht, es wird die Identität nicht preisgegeben, obwohl der Hannes ist ein begnadeter Rechercheur, der hat im Buch gleich drei Ärzte gefunden, aufgrund der Geschichte, was sie gemacht haben. Irgendeiner, das stand dann, glaube ich, im Stern, stand seine Geschichte und dann war das ziemlich eng, das ist der mit den Skiern am Bahnhof. Ist einer der berühmtesten dieser Herren. Aber er hat natürlich auch Unterstützung hier gehabt. Das muss man dazu sagen. Das Max-Planck-Institut hat einen Teil finanziert, dieser Untersuchungen, und hat wohl auch die Übersetzer zum Teil finanziert. Also er hat immer Begleiter gehabt und er war sehr froh, dass er Begleiter hatte zum Übersetzen, weil das ist schon was anderes. Wenn ich jetzt direkt mich unterhalten muss und kann das nicht reflektieren, was derjenige gesagt hat, da ist dann immer so ein bisschen eine Distanz durch den Übersetzer. Insofern war das einfacher und die Betroffenen waren sicher, dass das zumindest nicht unmittelbar ihnen schadet. Wir haben auch mit den Übersetzer bzw. Übersetzerinnen geredet, das waren zu der damaligen Zeit, waren das Angelistikstudentinnen, auch vor allen Dingen aus München. Und die waren auch sehr beeindruckt bis heute, bis in die Gegenwart von diesen Gesprächen. Das muss wohl ein wirkliches Kammerspiel gewesen sein, wo sagen die Bälle, die Argumente, die zeitgeschichtlichen Erinnerungen hin und her geflogen ist und keiner wusste so richtig. Das heißt, ich glaube, die deutschen Täter und deren Familien, denen war das gar nicht bewusst, aber die als Betroffene sie befragt haben, denen war es in einer gewissen Weise peinlich und unangenehm, aber durch diese Filter mit den Übersetzern hat das dann doch irgendwie funktioniert und sie sind nicht, sagen, haben nicht irgendwie ihre Mikrofone und hingeschmissen und sind rausgegangen, wenn es zu arg wurde, sondern haben es dann irgendwie auch durchgestanden. Wir haben versucht, die Bänder, die gibt es von diesen Interviews, aber die unterliegen nach wie vor diesem Archivgesetz und sind nicht zugänglich. Wir haben versucht, es gibt Transkripte von den Bändern, aber es hat sich, wahrscheinlich wären die Bänder auch nicht so eindrucksvoll gewesen, wie das, was er sozusagen in der Reflexion dieser Eindrücke wiedergegeben hat. Gibt es schon direkt Fragen aus dem Publikum? Ich habe gerade mal zwei Fragen. Einmal habt ihr versucht, auch selbst diese Ärzte, falls da noch welche von gelebt hätten, oder Betroffene auch zu interviewen. Das war die eine Frage. Und dann hat er selber einen Hintergrund, also einen betroffenen Hintergrund, das heißt deutsche Verwandte irgendwie, die in Auschwitz waren oder dort umgekommen sind oder überlebt haben. Oder zwei Fragen. Das letzte lässt sich sehr leicht beantworten. Das heißt, beides lässt sich leicht beantworten. Er hat keinen direkten Bezug. Er ist Jewish in der zweiten Generation. Das heißt, es sind keine unmittelbaren Verwandten direkt betroffen gewesen, was es aber ihm umso schwerer macht. Weil in dieser Rolle nämlich so dazustehen, dass er nicht direkt leiden musste, ist eine ganz schwierige Situation, glaube ich. Also das hat ihn sehr bewegt, dass er nicht unmittelbar betroffen war. Das Zweite ist, wir haben ja eigentlich einen anderen Film machen wollen. Ich habe es am Anfang ja angedeutet, wir wollten ja einen in Anführungszeichen richtigen Film machen, das heißt mit Bildern und so, und haben unseren lieben, begnadeten Kollegen, der einen fantastischen Ton machen kann, mitgenommen, weil der Ton ein Off-Ton sein sollte für diesen Film.
Ärzte wollten wir nicht interviewen, das wäre dann wirklich, also erstens gab es sie nicht mehr. Wenn, ich weiß gar nicht, ob noch irgendeiner so ähnlich. Das war der eine, den hätte man ausfindig machen können, aber das haben wir dann konkret nicht das probiert. Das wäre wieder Fernsehen gewesen und wir wollten schon von vornherein Kino machen. Wir hatten die Vorstellung, dass wir das, was Liften erzählt, nämlich über diese Haltung, über dieses, auch bis hin zu diesem Deutschtum, was dazu geführt hat, in Bildern zu sammeln und hatten auch ein Exposé, wo eine ganze Menge Beispiele drin waren. Aber es war dann so, dass als dann das Material am Schneidetisch war und man ist so am ersten Ausmustern und hat diese 10 Tage Robert Liften dann da, dann war der so stark und hat also auf uns bis heute einen so starken Eindruck hinterlassen und auch Bilder erzeugt, dass es wirklich keinen Sinn macht. Und ich meine, es gibt ein paar Beispiele, die jedem aufgefallen sind, wenn er sich mit Film und Film aus der Nazizeit beschäftigt hat schon. Er erzählt ja von dem Riefenstahl-Film Triumph des Willen. Also jetzt einen Schnitt zu machen und dann Triumph des Willen zu zeigen oder Triumph des Willen als Klammerteil zu zeigen und Liftens Ton darunter, das ist so banal. Das ist eigentlich, das war dann einer der Gründe, weshalb wir es nicht gemacht haben. Wir haben in der Tat allerdings dann gesagt, wir müssen eine Form von Kommentar finden. Und da hat uns dann Jan Tillmann Schade geholfen mit seiner Musik, die ganz bewusst, ich weiß nicht, wer sich mit Filmmusik mal beschäftigt hat, es gibt ein fantastisches Buch, das Eisler zusammen mit Adorno geschrieben hat über Filmmusik, über die Rolle der Filmmusik. Und da haben wir uns ein bisschen versucht, bescheiden wie wir sind, also nur versucht, daran zu orientieren, dass die Musik wirklich auch ein Stück weit Kommentierung, Interpretation und zweite Ebene zu dem reinen Wort liefert und die Bilder und die Landschaft natürlich auch. Wir sind ja auch aus anderen Zusammenhängen, haben wir viel in Archiven recherchiert und kennen viel Material aus den verschiedensten Archiven, auch in Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, haben uns hier natürlich speziell auf solche Archive kapriziert, die mit medizinischer Forschung, medizinischen Versuchungen zu tun hatten. Und im Grunde waren das an sich schon eindrucksvolle Sachen, aber im Verhältnis, in dem Kontext zu dem Material von dem Robert G. Liften himself, war das Material einfach nicht das, was man dachte, was das irgendwie noch einen neuen Akzent, einen neuen Horizont öffnen könnte. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir schon überspielt und gehabt haben, haben wir sozusagen dann wieder in die Kiste getan. Eine Frage, welches Max-Planck-Institut, war das das von Lorenz und hatte der so das? Das war in München, war das. Es war für. Es war nicht diese Graugans-Forschungseinrichtung. Nee, also es war nicht so, dass Lorenz selber war das nicht für Bedürfnis gehabt hätte, das nochmal. Ja, es war ein Psychologe. Ich glaube, es gibt es nicht mehr. Es war irgendwie für psychologische Forschung. Und die haben eben der damalige Direktor, ich komme auch gleich oder vielleicht noch auf den Namen, der hat sozusagen einen Brief geschrieben, dass ein amerikanischer Forscher macht Untersuchungen über die Belastung. Über die Belastung von Ärzten im Dritten Reich. Und das war sozusagen der Eintrittsschlüssel, obwohl die Ärzte, die er interviewt hat, sicher auch gewusst haben, dass möglicherweise noch andere Hintergründe da sind, haben sie das einfach mal so genommen und haben ihm wohl mehr oder weniger der Erfolg der Angeschriebenen und Kontaktierten muss so bei 50-60% war relativ hoch dafür, dass es ein brisantes Thema war. Also ohne es wissenschaftlich untermauern zu können, jetzt, es war natürlich auch der Versuch des Max-Planck-Institutes, das ja nun über die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft involviert war in diese Tätergeschichten der Ärzte, sich ein Stück weit auch mit diesem Forschungsauftrag, ich will nicht sagen reinzuwaschen, aber so gut will zu zeigen. Und das spielt sicherlich eine Rolle. Und er beschreibt den Lorenz ja, ich weiß, das ist doch im Film drin. Jetzt ja mit ja. Aber der Lorenz hat mit dem Institut nichts zu tun. Nein, er geht nur auch kritisch mit dem Lorenz um. Wenn der Lorenz sein Auftraggeber gewesen wäre, hätte er das in einem anderen Kontext auch hier geschildert. Es gibt ja die Max-Planck-Gesellschaft, die hat einzelne Institute, die sind sehr unterschiedlich. Ja. Die sind alle ein bisschen um zentrale Figuren aufgebaut, so eine Art Führerprinzip. Ne? Und da gibt es natürlich, in München gab es das, wo Weizsäcker und Habermas, und das wurde dann mal, also ich fände es jetzt interessant zu sagen, wer, sagen, aus dem akademischen Feld bereit war, das zu unterstützen. Er ist mit Habermas befreundet. Liften war ja hier 2009, als wir die Premiere hier in Frankfurt hatten. Das war ja ein großer Auflauf. Und Liften war hier und auch viele seiner damaligen noch lebenden
damals noch lebenden Freunde und Weggefährten waren da. Die Frau Mitscherlich war damals noch da, er war schon gestorben. Habermas konnte nicht, der lebte noch. Mit dem hat er auch ein ganz enges Verhältnis gehabt. Aber das müssten wir jetzt nachgucken. Ja. Das ist jetzt ich habe das, wenn wir hinterher noch wenn wir fertig sind, ich habe das Buch dabei. Ich glaube, wenn wir ein bisschen blättern, finden wir auch relativ schnell den Namen. Aber ich wollte noch was zu dem Klammermaterial und dem, was so langläufig auch von Guido Knopp bis gutwilligeren oder besser meinenden Kolleginnen und Kollegen so getrieben wird. Es ist natürlich sehr fragwürdig, dieses Nazi-Material zu verwenden. Also historisches Material aus der Nazi-Zeit überhaupt überall, aus allen terroristischen Regimen, ist natürlich von den Herrschenden hergestellt worden. Das heißt, wenn ich heute zeige, wie mit Opfern umgegangen wird, dann zeige ich diese Opfer ein zweites Mal auf der Leinwand und muss das, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig und sehr sorgfältig machen, um sie nicht einfach bloßzustellen. Inzwischen haben wir ja auch zahlreiche, sozusagen mal, sogenannte graue Archive, das heißt keine staatlichen Archive, sondern es gibt private Sammler, die ihr Material vermarkten oder die auch das Einsammeln von anderen wieder. Und ein großer Teil der Dokumentationen bei Spiegel TV und auch im ZDF sind gerade mit dem Farbmaterial, sind aus solchen Quellen bestückt, zum Teil Privatmaterial. Das macht die Sache aber im Prinzip nicht besser, weil natürlich die, die es gedreht haben, haben das einfach sozusagen, so wie wir unsere Urlaubsfilme gedreht haben, die waren da halt irgendwo, wenn Leute umgebracht wurden oder wenn bombardiert worden oder wenn geschossen wurde. Es gibt so ein Beispiel in dem Film, den ich mit Rutzowitzki, also den ich produziert habe mit Rutzowitzki, das Radikal Böse, da gibt es das berühmte Klammerteil von der Erschießung in Liebau. Und das hat ein Soldat, der einen Urlaubstag hatte, der ist dahin gefahren nach Liebau und hat das Erschießen gefilmt. Und das wird heute noch hoch gehandelt. Also die Familie lebt von diesem Klammerteil. Das muss man alles mal dazu sagen. Also nicht nur, dass auch der deutsche Staat, der westdeutsche Staat, sehr viel Geld von dem Nazi-Material also versucht hat zu bekommen. Auch Private haben das. Und insofern ist es schon problematisch. Wir haben uns zu was anderem entschlossen. Wir haben in die Titelsequenz aus der Ausstellung, die auch in Frankfurt zu sehen war, vor der Auslöschung die Bilder gezeigt, weil wir gesagt haben, wir zeigen die deutschen Juden, die stolz und als Bürger in diesem Land leben konnten und hier waren. Und das ist viel wichtiger, sie als lebendige Menschen zu zeigen, als Opfer ein zweites Mal an die Wand zu werfen. Das war unser Zugang dazu. Du hast die Frage schon teilweise beantwortet, die ich eigentlich stellen wollte, aber ich sage nochmal, ich bin etwas oder stark allergisch dagegen, dass in Dokumentarfilmen Interviews mit Musik unterlegt werden. Und deswegen frage ich doch nochmal, ich meine nicht die Inserts, ich meine wirklich die Interviews. Was der Liften sagt, ist so stark, dass ich doch nochmal frage, musste das wirklich sein? Weißt du, ob es sein musste? Ist ein weites Feld, ja, hat der alte Briest gesagt. Ich weiß es nicht, ob es sein musste, aber wenn er dann von dem Schönen, wenn er dann davon erzählt, wie die Ärzte dann also dann zu Hause waren und es gibt ja auch die Bilder, wie sie dann unterm Weihnachtsbaum so in SS-Uniform den Kindern über den Kopf streicheln, dann finde ich, dann kann man auch so ein deutsches Heimatlied darunter legen, um es anklingen zu lassen. Ob das jetzt, also wir wollten dann schon vielleicht auch ein bisschen dem Publikum was Gutes tun und nicht nur also alles ganz, ganz trocken machen. Ich glaube, es ist sehr reduziert gemacht, so wie vieles in dem Film reduziert ist. Ist halt passiert. Kann man so machen, kann man aber sicher auch anders machen. Aber im Prinzip, ja, kann. Es gibt noch viel schlimmere Dinge, immer wenn ein Kommentar das erzählt, was man im Bild sieht, das finde ich dann wirklich schlimm. Ja, mir ging es ähnlich wie dem Winfried bezüglich der Musik, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Was ihr habt reduziert, das fand ich alles richtig, ihr habt ihn lange reden lassen, aber was ihr nicht macht, ist, dass ihr ihm wirkliche Fragen stellt. Ja? Also man könnte ja sagen, es ist
er erzählt da seine Theorie, die ganz ähnlich bei Milgram zu finden ist, bei Adorno etc., über Autorität, The Ordinary Man von Christopher Browning und so weiter. Gibt es also en masse Material? Alles später erschienen, ja. The Ordinary Man sind nach 86 erschienen, aber vor 2009. Ja. Also der Punkt wäre der, man kann ja nachfragen, auch seine Theorie des Doubling, er sagt ja, das haben andere Leute von mir gefunden. Die Frage ist, ist das wirklich eine sehr gute Theorie? Ja, man kann ja auch da mal einhaken. Was ich damit meine ist, also wenn man sich anschaut, er beschreibt ja sehr schön, wie er die Nazi-Doktoren interviewt hat, Step by Step. Ja, das ist ja auch eine Technik, die Lanzmann verwendet in Shoah. Wir machen das alles Step by Step. So, und man hätte ja da ein bisschen nachbohren können. Habt ihr das gemacht? Habt ihr es rausgeschnitten? Ja. Oder war es einfach, warum habt ihr es nicht reingenommen? Weil wir uns meistens ganz rausgeschnitten haben. Und da, wo wir meinten, dass wir uns nicht rausschneiden können, weil die Frage entweder überleitet oder die Antwort erst plausibel macht, ist sie drin. Ganz einfach. Ja. Es war kein Prinzip, dass die Fragen drin seien. Es war aber auch nicht Purismus, dass sie absolut raus sind. Weil manchmal hat man erst aus dem Fluss des Gesamtgesprächs einen bestimmten Eindruck, wie diese Gedankengänge sich auch in den Windungen entwickeln. Und jetzt, das also wäre auch ein anderer Film, zum Beispiel eine Theoriekritik. Das ist auch diskutiert worden, auch als der Film dann auch Premiere hatte, ist diese Frage, die Theorie des Doubling, ist sicher durchaus ein diskussionsfähige, aber es wäre auch wieder ein anderer Film, wenn wir sagen wir jetzt das wissenschaftlich theoretisch uns damit auseinandergesetzt hätten. Aber ihr habt ja als die Person, die interviewt wird, eben einen Wissenschaftler und nicht die Zeitzeugen. Das ist ja wieder ein Unterschied. Ja? Und dann befindet man sich ja automatisch auf einem sekundären Niveau. Naja gut, wir haben ihn auch als Zeitzeugen natürlich gesehen. Wir haben ihn, er ist nicht mehr der Zeuge der Zeitzeugen, weil die Zeitzeugen nicht mehr da waren. Ganz einfach. Und insofern ist das klar. Aber wir sind nicht daran gegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt uns mit Liften auseinandersetzen, weil das ein Nebenschauplatz eigentlich ist. Sicherlich für bestimmte Leute unheimlich interessant. Jetzt sind wir keine Psychologen, sondern sind absolute Laien, sozusagen Amateure in allem. Filmemacher sind, die springen überall rein, versuchen was zu lernen. Und wenn sie Glück haben, kommt was raus, was andere auch interessiert. Und wir hoffen, dass ein Stück weit davon hängen geblieben ist und dass man noch viel mehr machen kann, ist völlig klar. Und wir machen auch immer noch weiter. Also so ist es nicht, ja. Also deshalb zum Beispiel, weil der ist ja aus diesem Film entstanden. Also der Film hatte in New York Premiere auf Einladung des New York Film Forums. Und da kam ein amerikanischer Produzent, der den Ophüls-Film gemacht hatte über Hotel Terminus. Und der hat gesagt, ja, wollt ihr euch nicht beteiligen an einem Film? Und dann habe ich lange rumgemacht, habe ich gesagt, ja, eigentlich so Dirty German Money und dann nochmal Nazi-Zeit, nachdem wir also jetzt in drei Filmen hintereinander, in vier Filmen eigentlich immer die Nazi-Zeit hatten. Man wollte, also ich würde jetzt gerne mal was über Weinbau machen oder so. Ich gestehe ich ja ehrlich. Und Michael Busch vielleicht auch oder nicht Michael oder egal. Oder vielleicht irgendeiner hübschen Frau das Mikrofon an. Man sieht es ja auch nicht. Das hat er so geschickt gemacht. Der ist ja die ganze Zeit, jetzt sitzt er da mit drin und ganz nah dran und hat sich unsichtbar gemacht jetzt. Deshalb, man hätte wirklich... Du wolltest aber die Geschichte weitererzählen. Ach so, ich wollte die Geschichte weitererzählen. Und dann ist daraus ja der Film entstanden, das Radikal Böse. Der Amerikaner hatte dann am Schluss auch kein Geld mehr, der war dann weg. Und dann haben wir also, ich habe dann gesagt, ja, wie machen wir das, damit das Risiko irgendwie klein wird, und noch eine neue Firma gegründet, damit man nicht in den Konkurs fallen kann, sondern dann höchstens eine Firma. Und dann haben wir es mit dem Österreicher realisiert. Aber da sind ja diese Sachen wie Milgram und alles, das, was Sie jetzt hier reklamieren, ist da alles drin. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben. Interessanter Film, also kann ich sagen, weil ich habe ihm nur das Geld besorgt und nicht, sonst nicht viel damit beigetragen. Michael hat den Ton wieder gemacht. Ne? Das muss. Also ich finde, wir haben denn die Nachkommen, also es gab ja dann kaum noch Zeitzeugen und die Angehörigen, die Nachkommen der Zeitzeugen, wie haben die Theorie dieses Doubling aufgenommen? Das würde mich mal interessieren.
und auch die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten? Ich glaube, das war ein wirklich internes Thema, was nur in psychologischen Fachkreisen eine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, dass die, wenn es noch nach diese Nachkommen von den Tätern und Bürokraten, die er interviewt hat, die haben mit großer Wahrscheinlichkeit eher auf Verdrängung gesetzt und keine aktiven Auseinandersetzungen mit dem, was er da behauptet hat. Insofern können wir da keine wirkliche Aussage dazu treffen. Es wäre natürlich nach wie vor oder ist nach wie vor interessant, einfach mal den Zugang zu diesen Bändern, die er gehabt hat. Das waren 150 Stunden. Das heißt, er hat da wirklich wochenlang, monatelang, jahrelang kann man fast sagen, dazu gebraucht, diese Bänder erstmal abzuhören. Und dann auch diese Aussagen, ist natürlich wie. Vielleicht war das auch diese gewisse Sympathie, dass das Verfahren, sozusagen das Auswählen, das sich beschäftigen mit dem, was so ist, hat eine gewisse Parallelität zum Filmemachen. Und doch nochmal diese Originale irgendwie reinzuhören, ob die nun noch neue und andere Erkenntnisse haben. Wir haben sogar angeboten, hatten auch die Möglichkeit vom Bundesarchiv eine Digitalisierung anzubieten, aber die Amerikaner waren da sehr stur, auch trotz Unterstützung von Robert J. Lifton. Vielleicht müsste man da noch mal einen Versuch machen. Ja, wir bedanken uns. Wir wollen Sie jetzt nicht zwingen, hier noch länger auszuharren. Wir sind noch einen Moment draußen, wenn noch Fragen. Ja. Danke fürs Kommen. Danke. Können besuchen.